Und nochmal. Einen wunderschönen guten Tag. Sam hier, da steht's auch. Wir wollen jetzt den letzten Tempel machen. Ein bisschen angeschlagen. Ich bin. Liegt vielleicht am vielen Flüstern, wer weiß. Aber irgendwie habe ich gerade in solchen Situationen besonders Lust aufzunehmen. Erstmal wieder die Zeit verlangsamen, damit wir auch eine reelle Chance haben. Es wäre mal eine Herausforderung, das einfach im Normalmodus zu probieren. Hm? Aber das hat sich keiner gewünscht. Ich mache nur, was sich die Zuschauer wünschen. Zack. Oh. Ja, letzter Tempel und danach kommt noch ganz viel, was noch fehlt. Aber ich habe immer ganz gerne die vier Tempel hinter mir. Ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, als wenn die nicht Spaß machen würden. Aber dann gehen auch wirklich alle Sidequests zu vollenden. Bei Carfice Quest kann man zum Beispiel 1000 Mal anfangen und mittendrin kommt man dann nicht mehr weiter. Dann hat man immer einen Teilerfolg erzielt und muss den dann einfach nochmal wiederholen. Zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn man dann zum Beispiel den Endhaken hat, den man vorher nicht hatte, aber brauchte. Okay, wie ging dieses Lied? Ah! Also auf dem normalen Nintendo 64 Controller würde ich das ohne Probleme sofort runterballern können. Ballern mit meiner Ocarina. Aber ja, auf dem GameCube Controller sind die Tasten ein bisschen anders angelegt. Sogar minimal anders als auf der GameCube Konsole. Moment, ich glaube, der war es jetzt. Ich hoffe es doch sehr. Und deswegen gibt es da eventuell ein bisschen Verwirrungen meinerseits. Aber nur minimal, die keinen stören sollten. Ich könnte ja jetzt mal... Ich will den nicht ausprobieren. Das Risiko will ich aber nicht eingehen, einmal umsonst die Melodie gespielt zu haben. Einfach merken, kein A ist drin. Das ist wichtig. Ich kann euch sagen, warum das bei mir ein bisschen schwerer ist. Ich habe Probleme, die C-Knöpfe zu belegen. Denn ich habe da so einen Analogstick für die C-Knöpfe auf meinem GameCube-Controller. Und da kann ich nur den nach unten, oder ich kann halt nur eine Richtung auswählen in meinen Einstellungen für eine Taste. Und da habe ich die nach unten genommen. Und Z oben ist für oben. Ja, und da muss ich dann irgendwie zurechtkommen. Und ich kann nicht einmal mit den C-Knöpfen alles spielen, das wäre natürlich viel einfacher. Sondern ich muss hier X und Y noch mitverwenden und Z. Wobei in diesem Fall nicht, oder? Doch, das ist Z. Das ist Z. Und das ist die ganze Schwierigkeit, denn normalerweise komme ich auch viel schneller durch solche Problematiken. So, wir haben es geschafft und können jetzt endlich mal den Tempel betreten. Nach, wie lange haben wir schon? Fast 4 Minuten und noch nicht mal den Tempel betreten. Wow. Ich weiß noch, wie ich das Kind dann erstmal hier alle nochmal Statuen aufgestellt habe, weil ich dachte, doch, muss doch was passieren. Pustekuchen, alles umsonst. Wir gehen einfach hier rein. Die Musik ändert sich nicht, denn es ist immer noch der Felsenturm, aber es ist der Tempel. Der Tempel des Felsenturms. Mit einer winzigen Vorhalle. Und ein Auge oben links. Da könnten wir jetzt schon mal drauf schießen, wenn wir ganz verwegen wären. Sind wir heute, denn wir sind ein bisschen krank. Und wer krank ist, macht aller möglichen Schabernack. Ah, pappalapapp. Eine Truhe. Ich wollte das Wort unbedingt sagen, mir ist es vorhin eingefallen. Ne? In irgendeinem Zusammenhang. Jetzt habe ich es gesagt, ich fühle mich so glücklich. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht, ich gehe einfach weiter. Ach ja, genau, das dürfte richtig sein. Erstmal diese Bombenratten wegschilden. Mit meinem super neuen, coolen Schild. Damit die mich nicht mehr stören. Mein Schild hält alles aus, es ist aus Stahl. Stahl und Gold. Das war kein Hänger, das war eine Bombenratte. Die Bombenratte ist gegangen. Ich muss einfach nur alle Schalter betätigen, wa? Was? Das war richtig. Ich fühle mich manchmal so verarscht, wenn die erste Note oder irgendwas nicht gezählt wird.
davon einfach alles nochmal spielen. Aber das machen wir doch mit Vergnügen. Wer spielt nicht gerne die Ocarina der Zeit, die wir damals aus den Händen von Zelda erhalten haben? Oh, wer kommt da wohl drauf? Bestimmt der Deku. Ich gehe erstmal mit dem Corona drauf. Wenn das nicht funktioniert, dann nehmen wir den Deku dazu. Ein begnadeter Pfeifer bin ich übrigens. Pfeifer. Kennt ihr noch die Serie Wunderbare Jahre? Der war so genial, der Pfeifer. War der beste von allen. Ich glaube, ich gehe da drauf. Dann genau den Zorro haben wir noch. Oder kann. Jetzt muss ich es mal probieren. Ich sehe es ja, wenn ich mich verwandle, dann muss ich gar nicht das Lied spielen, ob er schwer genug ist. Nein, er ist nicht schwer genug. Das hätten wir damit bewiesen und wären uns somit sicher und müssen das nie wieder probieren. Ich glaube, da müssten wir sowieso niemals wieder oder überhaupt als Deku eine Hülle hinterlassen. Also total nutzlos, der Deku. Elegie der leeren Herzen gespielt. Man müsste diese Sequenz doch mal abbrechen können. Aber warum sollte man? Man kann sie doch immer wieder angucken und sich daran erfreuen. Mal gucken, mit dem Schwert dagegen schlagen. Das klingt hohl. Da ich zufällig Entholungshülsen dabei habe, nutzen wir diese aus und springen rein. Ha, und es tut mir gar nichts. Denn eine Sequenz hat mich gerettet. Oh, da oben. Ich hätte fast gedacht, das wäre der Masterschlüssel, aber wir sind ja nicht in Ocarina of Time. Das ist eine ganz normale Truhe. Ach ja, ich brauche diese Dinger noch. Wofür brauche ich die denn jetzt? Für irgendeinen Schalter, der noch hier rumliegt. Ein Schalter liegt in so einem Fall, oder? Er befindet sich auf dem Boden. Sagen wir so. Ich mit meiner korrekten, übergrammatikalischen Korrektheit. Zack. Aber es ist spannend. Die deutsche Sprache ist für viele Überraschungen gut. Ich habe bis vor kurzem nicht mal gewusst, was der Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend ist. Beziehungsweise ich hab's anscheinend irgendwie verdrängt. Jetzt weiß ich's wieder und jetzt nutze ich das auch richtig. Denn scheinbar bin ich klug. Ja, anscheinend nicht. So, ich glaube, ich bin noch viel zu früh. Ich habe alles vergessen. Ich gehe hier einfach mal blind rein und gucke mir alles an, aber es schadet ja nicht. Wir brauchen ja Licht. Ihr wollt Licht oder ein Lichtpfeil. Genau, hier kriegen wir Lichtpfeile. Mit Lichtpfeilen vertreibt man das Dunkle aus dem Bösen, das Böse aus dem Guten. Ich meine natürlich, es gab diesen schönen Spruch bei Wind Waker, der das schön beschrieben hat. Er vertreibt das Böse vom Antlitz der Welt oder irgendwie so ein Kack. Ah, Wind Waker muss ich auch nochmal spielen, das habe ich noch nicht zu 100% beendet. Hatte keinen Bock drauf damals. Das dauert so lange mit der Seefahrt. Was muss ich denn jetzt machen? Ich muss da irgendwo eine Bombe legen. Genau, das war's. Scheiße, Mann. Ich konzentriere mich wieder viel zu wenig aufs Spielen, sondern nur aufs Rumnieseln und schnüffeln. So, hier rein. Oh, ja, genau. Das war der Trick an der Sache. Also doch keine Lichtpfeile. Wer braucht schon Lichtpfeile? Ich freue mich so auf die Zwischengegner hier. Ich habe zwar gesagt, beim Chillburg Tempel sind so ziemlich die besten des ganzen Spiels, aber die hier sind auch nicht ohne. Die haben echt noch einiges auf Lager. Da kann ich als Corona rüberrollen. Geht das auch einfach so? Ja, warum soll ich mich denn als Corona verwandeln? Ich bin doch widerstandsfähig genug. Ich kleiner Junge von 14 Jahren oder wie viel. Blablabla. Karte. Das hat sich ja voll gelohnt. Aber hier war irgendwo noch eine Fee. Kriege ich die jetzt schon? That's the question, which I mir stelle. Da ist auf jeden Fall mal. Wir ziehen uns da mal hoch. 5 Flaschen. Die 6. kommt bald. Ich freue mich auf Kaffees Quest. Das ist schon das längste, das umfangreichste Quest. Nebenaufgabe und. Auch die rührendste Geschichte im ganzen Spiel. Das war richtig. Nummer 1.
Tja, ihr seid schlecht. Das war gar kein Schlüssel übrigens. Das war nur eine fucking... Ich kann doch nicht alles vergessen haben. Wo gibt's denn jetzt den Schlüssel? Gab's den doch eins weiter vorne dran? Waren da vielleicht nicht nur Kisten? Ich muss mal nachgucken. Das Problem ist, dass jetzt die ganzen Schalter natürlich nicht mehr gedrückt sind, oder? Oder sind die noch da? Wo laufe ich hin? Warum sagt denn keiner was? Das ist ein Jammerspiel gerade. Ich schiebe alles auf meine Angeschlagenheit. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin total unschuldig. Ich bin... Wo bin ich eigentlich hergekommen? Kann mir das einer sagen? Ich habe keinen Schimmer. Ich glaube, man muss einfach echt hier nur noch mal eine Bombe legen. Und dann kommt eine Truhe mit dem Schlüssel drin. War das so? Sag mir ja. Sag mir so ja. Das ist jetzt so peinlich, dass ich... Naja, macht ja nichts, ne? Hab das Spiel lange nicht mehr gespielt. Ich bin eigentlich gar nicht Sam. Ich bin nur... Wer bin ich denn? Und sein Fantasiefreund. Der für ihn spielt. Ich hab nicht aufgepasst. Ich dachte, da geht's runter. Ich bin von dieser Richtung gekommen. Ach, die Tür ist wieder zugegangen. Jetzt verstehe ich. Jetzt ergibt das Sinn. Ich komme weiter in meinem Gedankengang. Ich komme aber nicht mehr zurück. Muss ich jetzt echt das Lied der Schwingen spielen? Wo gab's denn diesen Schlüssel? Geh da mal runter. Ach Moment, ich weiß. Ich muss die Typen da killen, ne? Das war der Trick. Danke für die Info. Oh, so lange habe ich das nicht mehr gespielt. Unglaublich. War das der letzte oder sind die zwei auch noch? Komm, ihr wollt auch noch, oder? Ja, natürlich wollt ihr. Bringt euch gegenseitig um. Blut, ich will Blut. Ich will Fleisch sehen. Vegetarisches Fleisch. Aus rohem Bioanbau. Biologisch korrekt, sanft von Kinderhänden erwürgte Schweine, bitteschön. So. Dankeschön. Das war ein Krampf und das ist mir ein bisschen peinlich, aber ich muss die Aufnahme zum Glück nie wieder ansehen. Ich kann leugnen, dass ich sie jemals gemacht habe. Keiner kann mir das Gegenteil beweisen. Nur weil der Typ, der da gerade spricht, so klingt wie ich, heißt das noch gar nichts. Kann man alles verfremden und selbst kreieren. Es geht mit Outer City. Da wette ich drauf. What now? Ich stehe immer so wie der Ochs vom Berg gerade. Aber es freut mich, wenn man ein paar Jahre nicht das Spiel gespielt hat, dass man schon so viel vergessen kann. Oder so viel Probleme bekommen kann, auch wenn man in relativ kürzester Zeit dann doch auf die Lösung kommt. Ja, das wäre jetzt halt mal schön gewesen, aber das ist nicht meine nächste Aufgabe, das weiß ich auch. Meine nächste Aufgabe besteht darin, nicht weiter zu denken. Du denkst zu viel, du denkst an Gegner, du denkst, wie er kämpft. Was soll ich tun? Nicht denken. Und deswegen denke ich jetzt nicht. Ich kenne den Film gar nicht, aber ich kenne das Zitat sehr oft schon gehört. Da ist ein Zyklop oben, Hilfe! Gegen den müssen wir auch noch kämpfen. Ich werde mir den Film aber recht bald angucken. Allein wegen dem Zitat schon, das ist sehr vielversprechend. Und ich glaube, Stargate hat er auch mal abgekupfert bei einer Folge. Und wo Stargate abkupfert, da muss das natürlich gut sein, auch wenn es nur in der schwächeren 9. oder 10. Staffel war. Genau, ich wollte hier hoch, um diese Truhe mir einzuverleiben. Beziehungsweise ihren Inhalt, den die sich einverleibt hat, mir einzuverleiben, denn schon verdaut, das schmeckt am besten. Zack. Kurz mal ins Menü gehen. Und nebenbei etwas anderes tun. Ich brauche Bomben. Stimmt das? Ich glaube, das stimmt. Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist. Ich glaube, da gibt es nur irgendwie Kokolores. Kokolores! Ich will die Rubine haben. Jawohl, genau was ich wollte. Genau, ich glaube, da ist eine Fee drin. Fee, die Fee. Ja, das wird ein Act wieder. Was wir da machen müssen.
blöden Krimskrams. Wir müssen ständig in den Tempel treten oder zweimal so. Eins, zweimal, um alle Feen zu erhalten. Weil ich wahrscheinlich wieder mindestens eine wahrscheinlich nicht finde. Das ist noch ein Schalter für eine Fee. Wahrscheinlich. Weil ich mindestens einen Schalter nicht finde. Einen Schalter. Eine Fee. Wird das bestimmt wieder ein Hin und Her am Ende. Gerade in meinem derzeitigen Zustand kann ich mir das gut vorstellen. Ja, lecko mio. Ich hasse diese Viecher. So. Darf ich jetzt? Dankeschön. Ist auch nur für eine Fee, also wer keine Feen sammeln will, der regt sich wahrscheinlich ständig auf über Schalter, die einen in die Irre führen. Weil die einen ganz weiterbringen. Tschüss. Ich mag keine Krätenfische. Die Kräten schmeiße ich weg. Bei Fall Prinzess gibt es wenigstens gescheite Barsche. Hirulo-Hecht. Wie sind die, die man am öftesten fing? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall nicht Sardinen. Bitte. Mir fehlt noch der Kompass. Die was. Heute ganz grobe Wörtervergewaltigung. Ich würde sagen, da konnte ich doch was drauf schießen. Mit einem Feuerpfeil, die beiden. Das war jetzt abwischen. Nicht auf die Blume. Wir schießen keine Blumen kaputt mit Feuer. Wir lassen Blumen schön selbst verwelken. Noch eine Fee. Hat sich ja gelohnt. Raus hier. Ich mag den rundum. Ich sag immer rundum. Die Wirbelattacke. Die Wirbelringattacke. Nee, nicht Ring. Ich brauche die Krone. Gib mir Krone. Das ist auch nur für eine Fee. Da wette ich drauf. Ich wette heute viel. Dabei bin ich eigentlich einer, der gar nicht wettet. Aber ich sag das halt. Ich sage, was ich nicht meine. Ist das nicht eine Dreistheit ohne das Gleichen? Tschüss. Tschüss. Ich kann nicht kein... Ja, eine Po-Attacke kann ich. Ich wollte eigentlich eine Wirbelattacke machen mit meinen Händen. Das wäre geil, wenn der Corona so drehen könnte, wie so ein Balletttänzer, wie der Endgegner. Ich will nicht zu viel verraten, aber der Endgegner macht so Moves, die ans Ballett erinnern. So, eine war richtig, die anderen waren falsch. Überraschung. Ja, was hat das jetzt? Das macht ja nicht mal was Böses. Es gab Zeiten, da hat man für falsche Wahl noch richtig Ärger bekommen vom Spiel. Das ist jetzt scheinbar alles nicht mehr so problematisch. Da sagen wir, ja, kannst ja Fehler machen. Können wir verstehen. Probier es nochmal. Da hast du eine Fee. Was so Spaß macht, vernichten wir die letzten Sonnen auch noch. Denn zu diesem Zwecke wurden sie kreiert. Allein zu diesem Zwecke. Allein. So. Spiegel. Ist das ein Spiegel? Auf jeden Fall sieht er nicht wie Spiegel aus, den ich kenne. Ich glaube, ich habe sie mal anders synchronisiert, aber wie gesagt, Nase zu und wir sehen, auch wenn man es nicht hört, ich weiß, das liegt am Mikrofon und an meiner Nase. Ich glaube, ich hole erst mal die Fee. Jetzt muss ich voll cool sein. Jetzt zeige ich euch mal, wie man ganz krass ist, damit man diesen Raum schafft. Kann man die mit dem... Kann man nicht. Ich probiere es erstmal so. Aber ich glaube, ich brauche die Felsmaske gleich. Das war eh zu kurz. Ja, mit dem Analogstick ist das sowieso eine herrliche Angelegenheit. So, probieren wir mal. Ja gut, die nerven mich dann alles weiter. Man muss es ja nicht kompliziert machen, wenn man eine Garo-Maske hat. Ich meine, eine Felsmaske, die ganz so benutzt, wer hätte sie da bloß vermutet. Man sollte sie bestimmt nicht mit den Garo-Masken etc. verwechseln. So, halten wir doch mal den Daumen still. Däumchen stillhalten. Zocken könnt ihr nach der Schule, weg mit dem Gameboy. Ich hasse diesen Spruch. Unvergessen meine Erinnerungen in meinem ersten Schuljahr in der Grundschule, wo einer mitten im Unterricht in der ersten Reihe
einfach mal ein Gameboy angemacht hat mit Ton. Die Lehrerin ist fast ausgerastet. Unvergessen. Ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal erzählt. Das muss man immer wieder erzählen. Ich glaube, das war der erste und einzige Schüler in ganz Deutschland, der jemals in der ersten Klasse sitzen geblieben ist. Wenn ich mich recht entsinne. Das war bestimmt auch nur, weil die Lehrerin keinen Bock hatte, den noch 3 Jahre weiter mitzuschleppen. Das lag bestimmt nicht an Leistung oder so. Was ist denn hier jetzt noch? Da ist doch bestimmt eine Fee drin. Oder auch nicht, aber ich will der Vollständigkeit halber trotzdem mal nachgucken. Und das geht ja auch ganz leicht. Das ist bestimmt die Fee, die mir sonst immer gefehlt hat. Ich sag's nicht schon wieder, da werde ich nicht drauf. Ich bin da mir ganz sicher und ich glaube es ganz fest in mir drin und mein Herz sagt genau das. Ist das richtig? Ich glaube, das war falsch. Ja, ich habe gewusst, das war falsch. Das sah schon so aus, aber es ging halt nicht anders mehr. Das war falsch. Schiebung, blaues Licht. Wer hat denn hier schon blaues Licht gesehen? Da kann ich auch einfach ein Eisfall reinschießen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß schon. Es gibt ja irgendeine Maximalzeit. Wenn man die überschritten hat, bringt einem das gar nichts mehr. Gar nichts. So, hallo. Ach, natürlich. Ich habe die Felsmaske zum Glück auf. Und deswegen zieht mich der Gegner nicht, der da rumsteht. Jetzt nehme ich sie mal ab. Just for the fun. For the lulz. Habe ich auch gehört mal letztens diesen Begriff. Ich finde den voll witzig. Aber ich würde ihn nie selbst verwenden in einem ersten Zusammenhang. Nur for the lulz. Der ist irgendwie niedlich und explodiert selber. So ein Terrorist ist das. Selbstmordattentäter. Ah, Überraschung, wenn ihr damit gerechnet, dass da noch so einer ist. Guckt euch mal die Augen an und seine Geräusche. Er kann sich bewegen. Das ist doch ein Stiefbruder vom Goron. Ein ferner Verwandter. Irgendeine Missgeburtengattung. Ja. Das war nur für Dinge. Ich habe immer noch keinen Kompass. Ich fühle mich etwas nacken. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn man erkältet ist. Lass mich überlegen. Es gab, genau, erstmal die Notwendigkeit, als Corona durch die Lava zu rollen. Denn der hat das richtig gern. Gab es das wirklich oder habe ich gerade gelogen? Ich glaube, ich habe nicht gelogen. Das war doch der Falsche, der war doch auf der anderen Seite, oder? Let's show it. Ah, genau. Und jetzt muss ich erstmal losrollen. Ich glaube, das war aber nur für die Fee. Aber ich bin so unsicher. Ich habe es zum ersten Mal geschafft. Ich habe da so lange gebraucht für. Ihr glaubt das nicht. Das ist beeindruckend. Ich bin einfach nur beeindruckend. Jetzt kommt wieder der Egomane aus einem typischen Let's Player heraus. Ich bin kein Let's Player, ich mache das Spiel. Hört auf, mich als Let's Player zu bezeichnen. Ich gehöre nicht zu euch. Gut. Ja, das ist die rote Sonne und das ist die gelbe Sonne. Wenn die Sonne sich rot färbt, dann gibt's ganz viel Blut. Ich bin beim M heute auch schon wieder. Ich merke heute ganz viele nervige Eigenschaften an mir. Ich hoffe, ich sag die sonst nicht. Sie nerven zumindest nicht. Ja, ich glaube, ich sollte wieder mehr Flüstervideos machen. Da sage ich viel intelligentere Sachen. Da lasse ich mir auch mehr Zeit und denke erstmal nach, bevor ich was sage. Das ist so eine gute Angewohnheit. Ihr müsst das auch mal probieren. Das ist total komisch. Ah, tschüss. Boah, geht ja voll in Flammen auf. Das hätte ich auch beim ersten Mal schaffen können. Ich wollte aber diesen Raum unbedingt nochmal zeigen, denn er ist so schön konstruiert. Seht mal diese ganzen Wirbelwinde nach oben, die Windhosen und die Rubine da links, die keinen interessieren, weil ich heute 50 habe. Und die Welt kostet nur 50 Rubine. So. Jetzt wollen wir da nämlich nochmal durch. Dann aber im perfekten Winkel und an der Krabbelmine bitte vorbei, an der Krabbelratte. Krabbelmine lebt nicht. Das ist eine Roboterbombe. Aber die Krabbelratte lebt sehr wohl. Eine Amok-Attentäter-Terroristen-Ratte. Alles will sich hier selbst umbringen, nur um mich umzubringen.
Oder auch nicht. Das sind erst 4 tumpe Feen. Aber es gibt eine schöne Sache für die ganzen Feen als Belohnung. Eine Sache, die ich nicht sehr oft einsetzen werde, weil auch nicht mehr viel Gelegenheit dazu bleibt. Au, oh, das ist jetzt der erste Zwischenboss. Freut euch! Und es gibt bestimmt einen Kompass zur Belohnung. Mal sehen, ob es den noch irgendwann gibt. Ich brauche den Kompass, um den Kompass zu finden. Oh! Geile Lache. Sehr beeindruckend. Ah, es ist ebenfalls ein Garo, den kennen wir schon, aber der ist ein bisschen stärker. Das ist der Garo-Meister. Er ist viel stärker als ein gewünschter Garo. War ich ihm rechtzeitig aus? Oder wie immer einfach blocken. Boah, und der kann auch blocken. Alter, der hat's drauf. Seht mal, wie er blockt mit seinen Füßen und wie er da steht. Das ist schon ziemlich krass. Das ist sehr stylisch. Boah, der hat's drauf. Wenn die mal alle so gewesen wären. Jetzt kriegt man richtig Respekt vor den Garos. Die sind richtig ernstzunehmende Gegner und richtig schön anzusehen. Wie er da rumhüpft. Das ganze Spiel ist auch ein bisschen so tänzerisch aufgebaut, muss man ja sagen. Boah, wie er mich weggesteuert hat. Odolva hat getanzt, der Endgegner auf dem Mond tanzt, der hier tanzt. Die Mumien tanzen. Wer tanzt noch? Irgendjemand hat noch getanzt, die in der Stadt, die Mädels. Die tanzende Maske. Jetzt muss ich mich aber kurz mal anstrengen. Ich darf nicht die ganze Zeit nur reden. Ich muss überlegen, wie das ging. Ich weiß es nicht mehr. Erstmal ab. Ja, natürlich muss ich erstmal abwehren. Ach, Moment, ich weiß wie. Nicht abwehren wie sonst, sondern einfach mal durchlaufen lassen. Und dann ist er verwirrt. Und ich kann ihn treffen. Ja, und dann. Ich erinnere mich. Selbst wenn er getroffen wird, ist er dann noch ein bisschen pissig. Oh, er kann es uns mal. Hasenmaske auf, dann hat er kein. Ach, oh, diese Kamera, ich liebe es. Wie sie sich einfach dreht. Er kann blocken, er kann alles. Er ist so overpro. Er mit seinen flammenden, fackelnden Armen. Ah! Schnell weg! Au! Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte keine doppelte Abwehr, dann wäre ich schon längst tot. Boah, sein Rundumhieb. Seine Wirbelattacke ist nichts gewachsen. Oh, Hilfe! Hätte ich die Schmiergelklinge nicht, hätte das auch wieder dreimal so lange gedauert. Ja gut. Seht euch seinen Arm an da rechts, also von ihm aus gesehen links. Ist, sieht aus wie so ein dünner Zweig, so ein dürrer. Falls das wirklich sein Arm ist. Wie konntest du nur siegen? Du warst mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. Berührt das heilige goldene Licht, das blutbefleckte rote Emblem vor dem Eingang des Tempels. So tritt eine neue Ordnung in Kraft. Die Erde wird im Himmel geboren, der Mond hingegen auf der Erde. Jetzt wissen wir auch, was diese blutrote Sonne und die gelbe Sonne zu bedeuten hatten auf der Tür. Das soll genau das symbolisieren. Vergiss niemals diese Worte. Nun gehe ich dahin, still und ungesehen. Ich sehe dich doch. Ah, ich sehe dich nicht mehr. Dies ist das Gesetz der Garo. Ja, Sheik hat noch Deko nur so benutzt, aber die Zeiten sind out. Und ich stehe genau auf der Truhe. Besser hätte ich es nicht planen können. So, das ist kein Kompass. Das ist was wirklich Nützliches, wovon ich schon sprach. Und es sind die Lichtpfeile. Natürlich. Oder der Lichtpfeil. Zufälligerweise gibt es überall welche am Rumliegen. Naja, eigentlich sind es nur normale. Ich habe halt einfach die Macht, die normalen Pfeile in Lichtpfeile zu verwandeln. Da seht ihr. Genau das ist Sache. Jetzt muss ich eigentlich nur rausgehen. Moment, es gibt noch einen größeren Kampf vorm Rausgehen hier. Bevor ich hier alles drehen kann. Dann dreht sich's und dann ist alles auf dem Kopf. Dann dürfen wir alles nochmal machen, aber es ist alles ganz anders. Weil Kopf. Den kennen wir schon aus dem Sumpf. Hiplups, sind Hitzköpfe, siehst du ihn ins Auge, stürmen sie auf dich zu, du solltest rasch in Abwehrstellung gehen. Nix ist, Angriff ist die beste Verteidigung. Auch wenn sie eine Maske aufhaben, stört mich doch nicht. In diesem Raum werden wir vom Endboss auch nochmal gelangen, nur auf den Kopf halt. So, da haben wir den Zyklopen.
irgendeinen Fehler gab es hier, ne? Dass ich den Enterhaken oder die Pfeile nicht mehr benutzen konnte. Zumindest bei meinem Let's Play, glaube ich, war das mal so. Mal gucken, ob das diesmal wieder geschieht. Denn die magische Energie geht ganz schnell zur Neige und ohne die komme ich hier nicht vorbei. Wie habe ich das denn damals gemacht? Hoffentlich klappt's, sag ich ja mal nur. Man kann nämlich ohne Lichtpfeile hier nicht diesen Kerl besiegen. Hallo. Boah, einäugiger Zyklop. Ein Augur. Ein Augur! Nur drauf loszuschlagen bringt nicht viel. Achte auf sein Auge und warte den richtigen Zeitpunkt ab. Ja, wenn ich jemals nur blind drauf losschlagen würde. Direkt mit dem Enterhaken wahrscheinlich nicht. Nein. So, dreimal glaube ich. Und das schnell genug. Bevor er wieder nach hinten ausweicht, weil er zu weit nach vorne gelaufen ist. Weil ich ihn zu lange habe kommen lassen. Immer noch nicht. Mach schon. Nein. Wieso ist das so schnell? So, zwei Versuche habe ich auf jeden Fall noch. Vier oder fünfmal sogar will er. Ach so, er behält das. Gut. Ich dachte, er ist jetzt wieder voll geheilt. Ja, dann hätte es ja eigentlich auch gerade klappen können. Hätte ich mir gar keine Sorgen machen müssen. So viel dazu. Nicht M. Um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Wir nehmen diese Truhe, die wieder keinen Kompass beinhalten wird. Das ist mir schon klar. Immer nur Feen. So viele Feen gibt es hier. Es kommt einem echt so vor, es gibt hier etliche Feen. Dabei habe ich gerade erst 5 und es gibt 15. Wie in jedem Tempel. So, tschüss. Ach, ich mach einfach auf. Ich mach den Teufel auf. Ja, macht wieder nichts. Da ist eine Sonne, vergesst ihr nicht. Ich glaube, die vergesse ich jetzt sowieso nicht. Weil ich jetzt einfach abschieße. Ich glaube, anders geht das auch gar nicht. Ja. Ah ja. Die kommt an der Decke. Ich muss niesen, ich halte die Nase hoch und hoffe, ihr hört nichts, indem ich gar nicht erst niese. Die Leitern sehen hier irgendwie ein bisschen anders aus. Irgendwie stylischer. Mit ein bisschen mehr Kanten drin und Ecken. Ein größeres handwerkliches Geschick war hier am Tag gelegt worden. Oh! Ah! Okay, das. Ich dachte, der geht kaputt davon. Ja, leckst mich hier morsch. Das geht aber nicht. Uff damit. Ja, 32 Minuten sind wir bereits hier dran. Ich glaube, Stunde wird eng. Aber dann halt wieder mehr. Zack. Dann ist bald Zelda schon vorbei. Ich freue mich auch ein bisschen drauf, auch wenn ich es gerne spiele. Aber ich habe noch so viele Spiele, die ich weiterspielen will. Aber ich will schon wieder was liegen lassen. Das werde ich nicht tun. Und es ist auch kein Zwang, das jetzt hier zu machen. Auf keinen Fall. Welcher war der richtige? Wollte ich sagen. Welcher war der richtige? The right one. This was it. Not. I want the other one. Ja, wieso muss ich das nochmal angucken? Wieso? Dum-dum. Leckere Zunge, auf der wir stehen. Die ist total trocken, weil er ewig sie nicht befeuchtet hat. Das war das, was ich wollte. Ha. Ich muss trotzdem noch was spielen. Ein Liedchen, das wir schon lange nicht mehr gehört haben. Hört ihr dieses Zombie-Gestöhne? Das passt hier doch gar nicht mehr hin. Also ich habe noch keinen einzigen Zombie oder Mumie in diesem Tempel gesehen. Aber den Garo-Meister, der war natürlich furchteinflößend genug. Ich frage mich, ob die irgendwie verbündet sind mit den Zombies. Die waren ja auch um das Haus im Kanya Canyon quasi an derselben Stelle fast. Die eine unsichtbar. So kann man sich das ein bisschen erleichtern und muss nicht alles wieder alle Blöcke da rumschieben, sondern nur den einen. Und dann... Genau. Ändert sich die Musik jetzt? Irgendwie ein bisschen finsterer. Es erinnert mich so ein bisschen auch an A Link to the Past. Ja, die Musik ändert sich. Das Schattenreich, wo erstmal alles total unheimlich wirkt. Ich hatte da richtig Angst als Kind. Jetzt läuft man einfach mal so durch, aber damals... Auch auf dem Todesberg oder wo es war. Mit diesen
Missgestalten oder irgendwie verwandelten Geschöpfen. Was soll das hier eigentlich? Was, das bringt mir nichts, glaube ich. Nur ein paar Rubine. Okay, die Musik ist noch dieselbe, aber ein bisschen abgewandelt. Oh, Remix! Ohne Hasenmaske, ich glaube, läuft das kaum. Oder ganz knapp. Da war eine Truhe. Wollte ich kurz mal anmerken, aber da kann nichts Wichtiges drin sein. Felsenturmtempel. Ich möchte bitte gerne den Kompass. Bitte danke. Ich höre eine Gitarre raus. Bestimmt die vom Zora. Eine vierte Fee. Dies ist Nummer 7. Ich höre eine Flöte heraus. Gut. Ja, warum? Ach so, wegen dem. Der kommt doch gar nicht zu mir. Ein neuer Gegner, den haben wir noch nie gesehen. Der Schatten Aramos. Arnos Ritter. Eine Tempelwache. Siehst du das rote Zeichen auf seiner Brust? Du hast das doch schon mal gesehen. Wer den kleinen Insider nebendran eben bemerkt hat, der hat ihn bemerkt, genau. Gut, ein Auge, ich sehe, aber das hatten wir schon aktiviert. Ist jetzt halt alles umgedreht. Das sind keine Brüste, das sind Augen. Was ich schon wieder denke. Nee, ich bin keiner, der seine Zuschauer die Schuld gibt und sagt, was ihr schon wieder denkt. Ich habe das gesagt, aber ich habe es nicht gedacht. Ich sage nur, ein Let's Player denkt nicht, er redet. Genau. Und der Spiel, der kann nicht noch gleichzeitig denken, wenn er spielen und reden muss. Also, man sollte nicht zu viel erwarten. Hat schon gar nicht dabei, unterhalten zu werden. Oh, den Raum mochte ich überhaupt nicht. Und ich sehe da einen kleinen Zwischenraum mit ganz bösen Typen, die einen verfluchen. Jetzt lasst mich überlegen. Ich brauche den Deku. Die wollen echt mit großem Zwang hier irgendwie den Deku dazu bringen, nochmal wichtig zu werden. Eine Rolle zu spielen in der Weltrettungsmission. So, ich glaube, der ist richtig. Muss ich jetzt wieder das Lied spielen? Nee, oder? Glaube nicht. Seht euch die Kamera an. Ist doch schön, wenn man sich immer wieder darüber aufregen kann. Aber wenn ich da an Banjo Kazooie und Tui denke, ich glaube, das war noch ein bisschen. Zack. Ein bisschen schrecklicher. Banjo Tui werde ich auch bald wieder weiterspielen. Keine Sorge. Sage ich mir vor allem selber, keine Sorge. Tadam! Ah, ich freue mich auf das Konzert. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Es gibt so viele Nebenaufgaben, die uns noch fehlen. Im Zora-Reich habe ich mich auch kaum noch umgesehen bisher. Kommt alles noch. Normalerweise macht man das vor dem Tempel. Aber da ich schon weiß, was auf mich zukommt und dass ich manche Sachen erst viel später erledigen kann, verschiebe ich das gerne, damit ich nicht da mehrmals rumlaufen muss. Das ist jetzt auf der anderen Seite, genau. Schaffst du? Ich habe zu lange gewartet am Anfang, oder? Nein, das sind gar nichts. Gar nichts macht das. Truhe habe ich noch nicht. Ach so, da ist die. Kann ich da einfach so hin? Ich denke schon. Meine Oma fährt im Hühnerstallmotorrad. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Stimmt es eigentlich, wie er gerade rückwärts mit den Füßen gemacht hat? Ist das physikalisch korrekt gewesen? Da, seht ihr? Ist das richtig? Ich kann es gerade nicht beurteilen, denn ich muss spielen. Ja, ich will da hin, bitte. Danke. Alles wegen einer lumpigen Fee. Ja, da ging es raus in den endlichen Weiten des Himmels. Am Boden, weil alles gedreht ist. Ach, mir fehlt immer noch ein... Hä? Mir fehlt immer noch ein fucking... Ein fucking.
Jetzt sag mir, dass es auch ohne Hasenohren geht. Ich habe keinen Bock, die auszuwählen. Jawohl. Aber jetzt brauche ich den scheiß Enterhaken. Ich bin heute aber auch ein bisschen obszön. Das tut mir leid. Ich entschuldige mich in jeglicher Form. Und werde jetzt hoffentlich kein Auge finden. An dieser Stelle war das auch, als umgedreht war. Ach so. Na ja, gut, ich brauche einen Lichtpfeil dafür. Die wollen ja jetzt wieder ein Item, das man gerade bekommen hat, wichtig machen. Das Gute ist, jetzt kann ich nie wieder neue Pfeile bekommen, denn ich habe sie alle. Finde ich ja sehr schade bei Twilight Princess, dass es da keine magische Energie gibt und somit auch keine Licht... keine Feuer- und Eispfeile, Lichtpfeile gibt. Hä? Ist sie unsichtbar? Kam die nicht... Ich habe nicht aufgepasst. Oder war das wieder oben? Ach so, da. Auf dem Kopf wieder, das ist eine Fee. Ja, unten, mir fehlt immer noch ein Schlüssel. Was ist das denn? Ich brauche einen Schlüssel. Und ein Kompass wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, der wäre auch in so einem Raum hier. Ja, genau, das gibt einen Schlüssel. Dude. 41 Minuten. Ich glaube, wenn ich ohne Kommentar und nichts spiele und das Spiel noch relativ gut im Kopf habe, was ja jetzt gerade nicht der Fall ist, dann brauche ich für einen Tempel prinzipiell immer nur so 40 Minuten. Egal welches Zelda-Spiel, immer 40 Minuten. Eventuell eine Ausnahme ist die Trillhöhle. Ich glaube, dafür habe ich über eine Stunde gebraucht. Bei Twilight Princess. Und endlich den Schlüssel erhalten. Dann wollen wir an diesen Erfolg anknüpfen. Uns in einen Deku verwandeln. Und den Winden tragen lassen. In die Unendlichkeit. Die Musik hat schon irgendwie sowas Bedrohliches. So von, du kommst hier eh nicht mehr raus, machst du bequem. Wird eh nichts mehr gut. Gib dir keine Mühe. Werd ein bisschen träge. Genieß deine letzten Jahre, die du hier in einem Raum oder einem Tempel verbringen wirst. Ich brauche noch den Goron-Anzug. Das wäre geil, wenn das hier so Anzüge gäbe und nicht nur Masken. Aber das widerspräche ja dem ganzen Sinn des Spiels. Genau, jetzt muss ich mit dem freundlich dreinblickenden Goronen mit seinen Tattoos, seinen Schlauchbootlippen, seiner riesen Perlenkette, seinen weißen Haaren, seiner grünen Zipfelmütze, seinem Bierbauch und seinen Handschuhen und Stiefeln mit seinem steinigen Rücken. Ich glaube, jetzt habe ich alle Eigenschaften an ihm aufgezählt. Hier rüberrollen. Und es nochmal drehen lassen, damit es vor der Decke tropft. Heiße Lava tropft. Kochend heiße Lava. Moment, das hieß anders. Kaltes, klares Wasser. So ging das. Genau, die waren zur Auffüllung da, weil man sowieso hier sein Kontingent weitestgehend ausschöpfen muss, wenn man da nicht direkt weiß, was man machen muss. Das Wichtigste ist, nicht da irgendwo zu stehen, dass einen der Stein zerquetscht. Das kann irgendwo mal passieren. Glaube ich. Auch wenn ich mir gerade nicht erklären kann, wie das geschehen soll. Denn man kann sich ja nicht hinstellen, wo der Stein ist. Was war denn hier die Schwierigkeit? Hier gibt es doch gar keine Schwierigkeit. Hier gibt es nur Klarheit. Ah, ein Blob. Ein Blasengegner. Ich mag keine Blasengegner. Die zerplatzen wie Seifenblasen. Das ist nur was für Kinder. Zack. War jetzt echt nicht so der Fan von Seifenblasen. Aber nicht, dass ich da einen Groll gegen hätte. Ich war wohl immer schon sehr reif und habe dann lieber Bücher gelesen über Quantenphysik. Die waren mir doch etwas zugetan. Ne? Oh nein, er kommt immer näher. Die Seifenblase. Ich kann aber weiterschieben. Stört mich doch gar nicht. Los mit der Scheiße hier. Aufstand niedergeschlagen. So macht man das. Ohne Pfefferspray, sondern mit einer Schmiergeklinge. Okay, ich muss einfach entgegengesetzt schieben. Und ich muss husten.
Das sah gerade aus, wie als wenn da zwei Steine wären. Und diese traurig dreinblickende Maske, Majoras Maske auf dem Stein. Das unterscheidet die Steine von denen aus Ocarina of Time. Da war ja. Was war da nochmal drauf? Irgendwie das Himmel der Zeitsymbol. Da waren die Steine an sich viel bläulicher. Hier sehen die etwas echter aus. Wer das echte? Ende. Ich bin auch nicht so der Bonbon-Freund, aber ich lutsche da ganz viel. Aus gegebenen Anlass, ich sag nicht warum. Wer bisher aufmerksam zugehört hat, der weiß das natürlich schon. Er darf es auch in die Kommentare schreiben und den 10.000 Euro Gewinn abluchsen. Aber mit zweckgebunden natürlich. Den muss man nämlich spenden an eine Organisation der Wohlfahrt. Ich glaube jetzt. Ich habe immer noch einen Kompass. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich komme trotzdem weiter. Den kennen wir schon. Ich glaube, der wird auch hier nicht schwerer sein. Irgendwie Opa Zupf. Der erinnert mich irgendwie an den Namen Opa Zupf. Ich kenne zwar keinen Opa Zupf, aber wenn ich den Namen sage, erinnere ich mich an dieses Gesicht. Alter. Das Schlimme ist halt jetzt, dass da von der Decke Lava bröckelt. Wenn die mich trifft, dann tut mir das nicht gut. Genau sowas nehme ich. Wollte es nochmal anmerken. Ich mache mit Lichtpfeilen, denn die dürften am einschlagendsten sein. Ich brenne immer noch. Ich brenne. I'm burning. I'm so hot. ja gut, er ist jetzt schon in seinem Angry-Modus. Das heißt, er hat gleich schon genug. Es geht da ohne Anvisieren, mitten ins Herz. Vier Schüsse reichen da aus. Ich kriege keine Belohnung, doch. Hey, da ist... Ach ja, gut, das ist weg gewesen. Weggegangen, weil der Feind weg ist. The enemy! The enemy of us. Gut, da will ich nicht reinfliegen, aber das ist ganz schön hell. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr, wo genau das reinführt. Ich glaube, das war der Anfangsraum, also da, wo ich als erstes mal überhaupt nicht weiterkam und den Schlüssel gesucht habe. Aber ich bin mir gerade voll unsicher. Ich kann das nicht so ganz auseinanderhalten. Bin also verwirrt, genau wie diese Zeitreisegeschichten. Das ist übrigens auch hier in diesem Spiel enthalten, mit der Himmel der Zeit. Aber ich meine jetzt bei Filmen zum Beispiel oder Serien. Ich mag diese Geschichten total, aber es gibt so viele Logikfehler und Paradoxe, dass es einfach total unlogisch ist und verwirrt. Aber es ist total geil anzugucken. Stirb! Gerade erst zum ersten Mal 12 Monkeys geguckt. Schade, dass da keine Fortsetzung von gibt. Außer die Serie, wo ich nicht weiß, ob die was taugt. Ich traue mich schon nicht, so wirklich sie anzusehen. Soll ich einfach rüber? Es gab doch im Auge der Wahrheit auch irgendwie eine Erkenntnis für ganz Gewiefte. Oder? Da habe ich mich voll getäuscht. Moment, da drüben. Auch da nicht. Trotzdem brauche ich das gleich, das Auge der Wahrheit. Der Geist ist von uns gegangen. Nicht mal meine Flasche wollte ihn. Boah, das war überhaupt kein Ruckler, das war der blöde YouTube-Player. Ihr nutzt wohl kein HTML5. Weg mit dem Flash. Kein H264, VP9. Ja, ich glaube, ich ignoriere die einfach. Ich hoffe, ich kann da jetzt schon rein und muss das nicht erst später tun. Ich will den Kompass auf jeden Fall noch holen, auch wenn ich den gar nicht brauchen sollte. Aber der Vollständigkeit halber. Da bin ich ein bisschen pingelig. Das war schon richtig. Die Masken sind der Schlüssel zum Ruhm. Da ist ein Steinchen. Wenn ich die Maske jetzt nicht anhätte, würden die mich voll kaputt stampfen wollen. Ich brauche wieder... Ja. Quasi die Tempelmusik auf Ocarinisch. Mit einem Felsen Gesicht gespielt. Im Hintergrund sehen wir schon die entsprechende Truhe, die diesem Schalter zugehörig ist. Bam, bam. Man kann die, glaube ich, gar nicht besiegen, aber ihr seht dieses Symbol da. Das heißt, wenn man mit dem Lichtpfeil drauf schießt, dann drehen die sich. Ich
weiß aber gar nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt. Normalerweise bekämpfe ich die eh nie. Ich lasse die einfach da sein. Und laufe mit der Felsenmaske rum. Ich liebe diese Musik. Die ist so authentisch. Nicht so erzwungen orchestralisch, auch wenn das oftmals auch nicht so schlecht ist. Aber trotzdem, ich mag viel lieber dieses Techno-Gedöns. Gut oldschool. Ich glaube, ich bin hier noch zu früh. Auf dem Rückweg werden wir uns wieder hierhin begeben. Ich brauche einen Zwischenstopp. Und deswegen mache ich nicht Speedruns, weil ich so lange brauche. Reizt mich eigentlich auch gar nicht. Ich mag keine Spiele einfach so durchspielen. Auch angucken nicht. Das machen ja die meisten gerne. Ich habe schon mal zugeguckt, ja, aber es ist ja quasi auch immer dasselbe Schema, warum man dann immer wieder zugucken will, nur weil da vielleicht eine Sekunde gespart wird. Der Sinn da entschließt sich mir nicht ganz. Seht ihr da oben den Zyklopen, den Augur? Der hat sich weiterentwickelt. Der kann jetzt Laser schießen mit seinem Auge. Jetzt ist er wirklich mal eine Gefahr. Ach, das war dumm von mir, kann das sein? Nicht den hier kaputt zu machen. Man konnte halt immer nur zwei gegeneinander schlagen, ja. Schlagen. Ich habe immer noch das Gefühl, irgendwo gibt es eine Verwendung für das Auge der Wahrheit. Ja, jetzt sind wir wieder in diesem Raum. Ihr erinnert euch. Habe ich es? Doch, habe ich. Sonst wäre es nicht zu, das Auge. Hier haben wir reingeguckt vorhin. Und jetzt können wir hier durchlaufen. Ist das nicht witzig? ja. Ach, der zweite Zwischenboss. Ich habe immer noch keinen Kompass. Vielleicht gibt es ihn ja jetzt. Das wäre doch formidabel. Ich mag keine Zubats. Die sind schwach. Oh, ein Golbat. Oh, ich glaube, der macht mir noch ein bisschen mehr Angst als der Garo vorhin. Hilfe! Das ist ein Schattenfürst. Das könnte Ganondorf selbst sein. Das ist Gomez. Gomez ohne Z, okay. Mario Gomez. Der sieht genauso aus. Dieser Kampf wird niemals enden, wenn du diese Fledermäuse nicht los wirst. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, eigentlich ein Lichtpfeil auf ihn schießen. Aber ich probier's mal. Boah, mit seiner Sense da. Der Tod himself ist das. Ich weiß nicht, ob Gomez irgendwie ein Synonym ist für der Tod. Habe ich schon nicht gehört. Ich glaube, es geht echt nicht. Ja, der kämpft ja auch nicht wirklich, oder? Okay, ich brauche zweierlei. Ich brauche einmal die Lichtpfeile und einmal muss ich mich mal ein bisschen gescheit schneller bewegen können, wie ein flinker Hase. Ich fühle mich so ultra langsam. Ich komme gar nicht weg. Ich brauche ein bisschen Abstand. Okay, jetzt reicht mir aber. Hört auf mit der Scheiße. Ich komme gar nicht zu schießen. Schluss damit. Jetzt sind sie weg. Boah, ich bin gleich tot. Ich habe keine Fee. Ich darf nicht sterben. Boah, ich bin total unvorsichtig. Ich muss mal kurz. Boah, ich bin so leichtsinnig geworden. Ich war ja schon im Schädelbruchtempel fast tot. Hilfe! Er verfolgt mich. Es ist hinter mir. Ich habe wieder Tasten verwechselt. Was macht er denn jetzt? Die gehen ja von sich aus weg, oder was? Hilfe! Was ist für eine Todesattacke? Also wenn der Tod so auf mich zugestürmt käme im wirklichen Leben, dann hätte ich mir gleich die nächsten drei Hosen auf Vorrat schon versaut. Da muss ich mich komplett neu einkleiden. Hilfe! Einfach mal dagegen schlagen. Ja, ich bin so klug. Ich habe überhaupt keine Taktik. Mit seiner Sense. Säbel, würde ich da uns sagen. Was ist das für ein Säbel, bitte schön? Ja, er stirbt einfach. Zum Glück ging es nochmal. So, abwehren. Einfach abwehren. Ja, natürlich hat mich jetzt ein Zubat erwischt. Und genau in dem Moment trifft er mich wieder. Jetzt töte ihn bitte. Ich will nicht sterben. Langsam werde ich aber besser, oder? Jetzt lasse ich ihn diesmal zuerst schlagen. Und treffe ihn dafür nicht. Doch. Seht euch diese Augen an. Diese liebenswürdigen Dackelblicke.
Skelettkopf. Nein, nein, nein. Das waren gruselige Gegner, die Zwischengegner. Die haben sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich bin auch irgendwie froh, dass ich keine Fee mitgenommen habe. Normalerweise nehme ich aber eine mit. Ich habe es vergessen einfach. Eigentlich, normalerweise brauche ich einfach keine. Und deswegen bin ich schon so leichtsinnig, dass ich denke, jo, dann vergesse ich die einfach mal. Und der Master Schlüssel. Ich habe noch keinen Kompass. Ich will den Kompass. Oder einen Käse. Das wäre es jetzt. Der Schlafzimmerschlüssel. Ja, wer jetzt kein Twilight Princess kennt, kommt natürlich überhaupt nicht mit meinen Anspielungen. Was ihr einfach nur wissen müsst. Ich habe keinen Kompass. Das ist traurig. Das ist eigentlich ein Gegenstand, den man ganz leicht kriegt. Das ist jetzt dumm von mir gewesen, aber das war wiederum klug. Bevor ich zum Boss gehe, merken. Ich glaube, da kann ich mir vorher nochmal eine Fee besorgen. Ich muss jetzt leider zu solchen Mitteln greifen. Sonst komme ich da nicht rüber. Ich nehme wieder die, die haben vorhin auch gepasst. Der dritte geht halt nie mit kaputt. Man kann immer nur zwei vernichtend aufeinander schlagen lassen. Habt ihr das in Erinnerung, ob die wirklich so weiß sind auf der originalen Konsole? Ich habe die nämlich metallen im Kopf. Oder war das nur bei Ocarina of Time so? Ich bin da echt unsicher. Die kommen mir aber viel zu weiß vor hier. Jupp. Jetzt können wir nämlich diesen Weg bestreiten. Und das Ende ist schon ganz nah und wir sind auch schon fast eine Stunde hier drin. Ja, es wäre jetzt natürlich gut, die Felsenmaske parat zu haben. Ich bin ein kleiner Hasenfuß, ich gebe es zu und aufziehen. Ja, da guckst du, da guckst du. Er riecht mich, aber er kann mich nicht sehen. Ja, stimmt, ich glaube, mir fehlen auch noch ein paar Feen, die ich sowieso vorher noch holen muss. Und Feen sind sowieso eine coole Sache. Ich muss kein Lied spielen, oder? Danke. Feen sind deswegen cool, weil die mich immer auffüllen. Sowohl die Herzteile als auch die magische Energie, glaube ich zumindest. Herzteile auf jeden Fall. Was will mir Navi, Taya sagen? Das will ich kurz wissen. Sieh doch, diese Truhe kann sicher... Die ist so schlau. Ja toll, jetzt kannst du nicht mehr anvisieren deswegen. Das war natürlich klug von mir. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen. Da wäre ich damals nicht so schnell drauf gekommen. Ich glaube, das habe ich mir irgendwo angelesen. Wie soll man darauf kommen, dass man so weit wegschießen kann? Dann gut, Taya hat's gesagt, aber der fragt schon Taya normalerweise. Als Kind schon mal gar nicht. Da muss ich selbst rausfinden. Das ist die Eingangshalle oder was? Ich habe zufällig noch einen Schlüssel. Mir fehlen halt noch ein paar Feen. Dazu muss ich das Ding nochmal drehen. Ah ja, genau. Jetzt haben wir den Scherzler wieder. Ich glaube, da will ich meine tollen, lichtigen Pfeile haben. Und... Ah, er steht schon auf. Warum so früh? Oh, ich dachte schon, er ist gerade immun. Da hatte ich aber Glück. Ich habe kaum noch Energie übrigens. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Warum habe ich so wenig? Wegen dem Zwischenboss gerade. Ich habe einfach keine neue bekommen. Kann sein, dass ich dann beim Let's Play hier die Probleme hatte. Weil ich keine Energie mehr hatte. Das ist aber auch richtig fies gesetzt hier. Ich habe keine Möglichkeit gehabt bisher zum Auffüllen meiner Verletzungen durch den Zwischenboss. Aber selbst das schafft ein Routinier wie ich. Mit links. Spielend. Mit einer Hand kann ich die Truhe aufmachen, aber das wäre zulässig. Du hast die Maske der Giganten erhalten. Die Kraft eines Riesen schlummert in dieser Maske. Finde würdige Gegner für diese unbändigen Mächte. Das Traurige ist, die Maske kann man meines Wissens nur bei diesem Endboss hier einsetzen. Sonst nirgends. Das ist echt schade. Ich glaube, das war sogar immer meine Lieblingsmaske. Trägst du sie an einem bestimmten Ort, wirst du zum Riesen. Wie ihr seht, einem bestimmten Ort. Das heißt so echt, dass da gerade ein Grafikfehler irgendwo... Weg. Weg damit. Jetzt sieht ihr alles wieder gescheit aus. Gut. Ja, das kann ich doch bestimmt aus der Ferne antippen. Wir haben schon die erste Nacht.
Erinnert ihr schon den allerersten Tempel? Den hat man, glaube ich, noch bis 12 Uhr mittags am ersten Tag beenden können. Und hier haben wir gleich 12 Uhr nachts. Also schon ein Unterschied. Ja, das ist schon ein bisschen schwerer. Ja. Ah, das war nah. Aber ich war todesmutig einfach stehen geblieben. Als hätte es geahnt. Aha, da waren wir vorhin auch schon. Als alles noch richtig herumgedreht war. Und jetzt kann ich einfach hier runterspringen. Genau, und da kann ich mich auffüllen. Da gibt es doch, glaube ich, eine Fee. Es geht aber nicht zum Endgegner, oder? Ich glaube doch. Da muss ich halt danach nochmal rein. Ich glaube, denselben Fehler habe ich gemacht beim Let's Play. Vor 5 Jahren circa. Ziemlich genau sogar. Man lädt das nicht dazu, hä? Doch nicht durch ein Let's Play. Auf jeden Fall. Ja! Ja! Ich bin voll! Also wenn... Ja, das ist ja auch der Endboss hier. Mir fehlt der Kompass. Es sind ja nur 2 Stockwerke. Wollt ihr mich denn verarschen? Weil man das halt drehen kann. Eigentlich ist es doppelt so viel. Ich sehe noch 7 fehlende Feen und irgendwo muss der Kompass sein, den ich nicht auf der Karte sehen kann, weil mir dazu ein Kompass fehlt. Habt ihr gesehen auf der Decke? Auf der Decke, an der Decke. Hier gab es den Zwischenboss, den Garo. Kann das sein? Auf jeden Fall müssen wir danach nochmal rein. Ich mache aber jetzt den Boss. Das bietet sich gerade an. Was komme ich hier ewig nicht mehr hin wahrscheinlich. Der ist so gigantisch und so kreativ. Den hatten wir ja noch nie. Okay. Sehr rot. Erinnert ein bisschen an den Volvagia-Drache aus Seelenloser Wüstenkriecher. Twinmold. Twin wegen Zwillinge. 2 Würmer aus demselben Stamm. Aber Queen of Time wollte ich noch anfügen. Mit dem Drachen. So, Stress, Panik, schnell! Maske aufsetzen. Damit ich da eine geringe Chance habe. Boah. Das ist geil. Das ist jedes Mal ein erhebendes Gefühl, das anzusehen, wie er wächst und wächst. Und zum Glück habe ich eine doppelte Magieleiste. Hört ihr dieses Rumsen? Dieses Erdbeben durchs Laufen? Ich kenne keine Godzilla-Filme, glaube ich, aber ich glaube, da klingt das genauso. Irgendwann habe ich mal einen Godzilla-Film gesehen, bestimmt. Als kleiner Knirps, als sie noch beliebt und total der Hype waren. Auf Super RTL, glaube ich. Ich hatte keinen Super RTL, aber meine Oma. Ich hatte nur ARD und ZDF und Hessen und das ist total wichtig, gerade zu wissen, beim Endkampf. Der letzte Tempel-Boss. Ich kann auch nur, weil ich Magie durch die Maske verbrauche, nur diese kleine Wirbelattacke machen und nicht diese riesige mit magischer Energie halt. Man kann immer nur für eine Sache magische Energie verwenden. Ja, ich bin ziemlich... Da ist übrigens magische... Ja, das kann ich nicht überspringen gerade. Ich will aber... Da war gerade noch magische Energie. Schade, dass sie weg ist. Jetzt kann ich es überspringen. Ich muss mich ein bisschen sputen und ranhalten. Dagegen halten. Gegen den Sog des Niedergangs, der Niederträchtigkeit. Ah, ich bin so schlecht. Das könnte übel ausgehen, wenn mir jetzt die magische Energie... Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ich habe kein blaues Elixier. Ich glaube, dann habe ich verloren. Das ist mir, glaube ich, beim Let's Play auch passiert. Kann das sein? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. So schlecht war ich bestimmt nicht. Guck das bloß nicht nach. Das ist Vergangenheit. Einer ist tot. Er soll seinen Bruder mal mitnehmen. Ja, so gehen Würmer immer kaputt. Deswegen tötet man keine Würmer, die explodieren nämlich und da nehmen ein ganzes Stück mit. Wo ist der letzte? Da ist er. Der zweite. Jetzt wird's eng. Ah, danke schön. Ich habe hier relativ gleichmäßig beschädigt, erledigt mit 3 Augen und 2. Kneifzang. Silvesterknaller. Eigentlich müsste er jetzt 2 Herzcontainer geben. Das wäre nur fair. Ich habe schließlich 2 Endbosse gerade besiegt. Kann ich da auch so reinlaufen als Riese? Boah, sieht das denn an. Und diese Stille gerade. So groß sieht man das Schild, den Schild nie sonst. Meine magische Energie geht zur Neige. Und das Schwert.
Das sieht schon geil aus. Bum, bum. Ah. Und die magische Energie ist weg. Ah, ich versinke im Treibsand. Nimm das Herz, Dingen. Oh ja, zweite Leiste ist sichtbar. Her damit. Twinmolds Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske in den Körpern Twinmolds gefangen hielt, ist wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Dir gebührt die Rettung, genau. Dir gebührt die Rettung für seinen Dank. Ist immer wieder in den Sphären des Lichtes, über dem Mond, über den Wolken. Diese epische Musik. Wir haben euch allen geholfen. Mehr können wir nicht tun. Das haben sie gesagt. Wir verstehen euch, ohne euch mit den Ohren zu hören. Nun helft doch ihr uns. Ja, wir hören sie doch. Hörst du nichts? Ah, sie ist ein Fehl. Sie hat keine Ohren, wa? Wir werden euch vom Dach des Uhrturms rufen. Kommt und verhindert das Schlimmste. Wie? Ihre Stimmen klingen traurig. Ihr wollt nicht? Ja, dann gehen wir halt einfach mal nach Hause. Diese Augen. Vergebt eurem Freund. Die Dialoge vergisst man nicht, die sind so einprägsam. Auf dem Mond auch so geniale Weisheiten. Seht ihr dann? Unserem Freund vergeben? Wem sollen wir vergeben? Wem so? Was sollen wir vergeben? Ich vergesse da keine Dialoge, ich lese sie nur absichtlich falsch vor. Ah, das sieht jetzt auch geil aus. Ist leider Nacht, ich glaube. Ich hoffe mal, das ändert nichts an der Illustration des jetzt Geschehenen. Denn hier wird wieder alles fröhlich und friedlich. Und freisam. Freisam. Da geht einem doch das Herz auf, oder? Oder? Gut, ich habe keine Energie, aber ich kriege gleich welche. Wir müssen nochmal in den Tempel rein, das habe ich ja schon angekündigt. Uns fehlen noch Feen. Und der doofe Kompass. Den können wir auf dem Weg bestimmt irgendwo mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, wo ich den ich ahne, wo ich den vergessen habe. In dem ersten Raum. Mit den ganzen Schaltern. Ihr wisst, was ich meine. Die große Tür geöffnet haben, die dann nicht mehr aufging. Ich glaube, bei den Blöcken hinter der Bombentür, also die nicht Bombentür, sondern Bombenwand. Ja, ich erzähle jetzt wieder Kram, keiner weiß es mehr. Nein, das ist noch falsch rum, glaube ich. Ich muss das wieder drehen. So ist das auch gedacht. Ich hoffe, ich habe jetzt alle auf der anderen Richtung alle eingesammelt. Das Problem ist jetzt, ich habe keine magische Energie. Es war wirklich ein Fehler, wa? War die, wa? Ich muss dann wohl nochmal woanders hin, mich teleportieren. Ich brauche nur magische Energie. Brauche sonst nichts. Die letzte Möglichkeit. Tja, ich glaube, das Problem schon hatte ich schon mal. Gut. Und natürlich darf ich nochmal spielen. Weil wieder mal ein Ton ignoriert wurde. Das müsste man mal die Speedrunner fragen, ob das wirklich irgendwie ein Fehler ist und wie die das lösen. Die sind da ja so schnell im Spielen. Die haben da irgendwie das Problem nicht. Vielleicht spielen die schon instinktiv den ersten Ton zweimal.
Das läge im Bereich des Möglichen. Aber den Tempel haben wir jetzt quasi schon geschafft. Das ist sehr erfreulich. Hier gibt es eine Fee. Die nehme ich jetzt einfach mal mit. Das kann ja nicht schaden. Wo waren jetzt magische Energie? Ich raste aus, wenn es hier keine gibt. Ich glaube, hier gab es doch Grasbüschel, genau. Hahaha. So ein großes Magietränkchen. So klappt's. Macht quasi eine volle Magieleiste, wenn man keine Doppelte hat. Also die Hälfte einer Doppelten. Zack, Felsenturm. Gar kein Umweg gewesen. So, wären wir wieder hier. Zum letzten Mal hoffentlich. Und wir fallen wieder auf den Kopf. Hä? Wieso ist es jetzt nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin doch eben gerade auch dahin gewarbt. Gewarbt. Und das hier ist natürlich nicht gespeichert. Gut. Wieso brennen seine Augen eigentlich? Gerade jetzt, wo er eigentlich befreit wurde. Der Maske. Der Henry-Maske. Der hätte ja gar keine magische Energie holen müssen eigentlich. Ich verstehe es nicht ganz. Ich kann es nicht nachvollziehen. Warum es jetzt plötzlich nicht mehr auf dem Kopf steht alles. Das wollte ich ja bewirken mit einem Lichtpfeil gerade. Deswegen kapiere ich das nicht. Scheinbar ist das irgendwie nur für einen bestimmten Zeitraum, weil die denken, ja, wenn er keine magische Energie findet, dann helfen wir ihm halt ein bisschen. Das sind immer die spannendsten Momente. Wenn man einfach mal sich auf den Schalter stellt, die Maske zieht und ein Liedchen trällert. Ich würde ja mal gerne mit Lubi. Moment, wie hieß sie? Luja. Ne, Moment. Lass mich überlegen. Lulu hieß sie natürlich. Mit der würde ich ja mal gerne spielen. Warum kriegt man keine Maske von der? Statt Mikau. Das wäre mal irgendwie Emanzipation. Wäre irgendwie ganz witzig. So alternativ als Mädel spielen können. Nicht die ganze Zeit, aber mal für einen kurzen Zeitraum. Quasi als Maske. Habt ihr es gesehen? Ich konnte mich gerade noch bewegen und geil Move gemacht. Das muss ich beim nächsten Mal probieren. Ich wusste nicht, dass das geht. Oder war es wirklich ich? Es sah jedenfalls so aus, als hätte ich mich so zurückgelehnt beim Spielen eben. Am Ende. Wir werden bestimmt nochmal irgendwo das Lied spielen müssen. Sonst haben wir Pech gehabt. Ja, irgendein Lied werde ich irgendwann mal wieder spielen. Spätestens die Hymne der Zeit. Und beim nächsten Mal, ich glaube, dann mache ich Skulpturehäuser. Genau, ich kann jetzt mal nach rechts gehen. Da war ich. Da ist der Kompass. Ich wette, da ist der Kompass. Da habe ich einfach nicht dran gedacht, hier mal hinzugehen. Ich bin ja gleich nach links gegangen. Und jetzt muss ich auch noch die restlichen Feen finden. Aber die sind leicht zu finden, wenn ich den Kompass habe. Ja, der ist auf jeden Fall hier. Wer hätte denn damit rechnen können, dass man hier noch lang geht? Ich habe da gar nicht dran gedacht. Her damit. Und alle Feen, die noch fehlen, sind garantiert in Truhen, die schon existieren, also durch Schalter herbeigerufen wurden. Herbeigerufen, genau. Herbeigeschworen. Den Kompass, dieses nützliche Gerät zeigt dir alle Truhen auf der Karte. Guck mal. Da sind 3, 5, 7. Und mir fehlen noch 7. Auf dieser Ebene ist noch eine Truhe. Also da, wo ich... Da. Okay, ich muss doch wieder drehen. Mindestens einmal. Gut, das merken wir. Moment. Die ist da. Da, die da. Hier ist aber auch noch eine Truhe. Bin ein bisschen verwirrt. Hä, was will ein Taya jetzt sagen? Das hat sie mir schon mal gesagt. Ist das ein Spiel? Ich weiß ja nicht, wie viele Spieler. Hat sie das vorhin auch gesagt? Oder heißt es, dass der kaputt ist? Die kann man ja auch nicht. Ich bin verwirrt. Moment, das hätte man von dieser Seite einfach aufmachen können, den Stein. Dafür war das da. Also, das. Das brauche ich jetzt gar nicht mehr, weil ich den Lichtpfeil benutzt habe. Aber hier gibt es noch eine Truhe.
Also ich würde jetzt einfach mal spekulieren, dass es hier noch irgendwo einen Schalter gibt, den ich vergessen habe. Das wäre jetzt mal reine Spekulation. Eigentlich sieht es nicht danach aus. Ich glaube... Ja, natürlich an der Decke. Ich gucke nochmal kurz rein, aber meines Wissens... denke ich, dass ich einfach hier drehen muss und dann kann ich hier an der Decke... Ich kann nicht beim Runtergleiten. Da! Okay, da bin ich doch richtig. Ich dachte, ich muss hier nochmal drehen dafür. Für die andere Truhe muss ich aber trotzdem drehen. Aber die hier kriege ich wenigstens schon mal. Tempel drehen! Für Lösung des Spiels. Lasst mich in Ruhe. Ich bin doch auch ein Wassermann. Wir müssen uns da nicht gegenseitig bekämpfen. Da geht's auch rein. Ich hoffe aber nicht da, wo ich hin muss. Ich muss jetzt ein Stockwerk höher. Das weiß ich wieder überhaupt nicht, wie das geht. Ich habe aber einen Kompass, also es kann jetzt was Schlimmes passieren. Wieso ist das wieder da? Ich hätte den Tempel erscheinen. Anscheinend, aber. Das ist gut, anscheinbar. Warum anscheinend oder scheinbar sagen? Man kann einfach anscheinbar sagen. Dann kann man jede Eventualität berücksichtigen. Genau, ich muss. Da ist. Die habe ich vergessen? Muss ich dafür das auch nochmal drehen? Ich glaube nicht, dass ich was vergessen habe. Zumindest nicht alles. Manche Sachen habe ich einfach freigeschaltet, als hier alles gedreht war. Und jetzt musste ich halt zwangsweise nochmal alles normal drehen. Also da muss ich mich nicht verrückt machen. Aber trotzdem muss ich den Tempel noch einmal drehen für die eine Truhe da eben. Lass mich bloß in Ruhe. Ich bin ein ganz friedlicher Deku. Da ist... Oh! Da ist die Truhe, die habe ich vergessen. Na gut. Ich muss mich doch fertig machen. Ich muss mich doch verrückt machen. Komme ich da noch zurück? Muss ich eh nicht, egal. Wie lange überlebt die Ratte? Plötzlich hält die Bombe der Zünder ewig. Wie bei den Sauerlandbombern. Waren die das mit dem fehlerhaften Zünder? In Bonn 2012 war, glaube ich, auch was. Und 2006 nach der WM. Aber immer sind die Zünder kaputt. Zünder sind so schwer. Ich dachte, ihr wären nur scheiß Rubine. Ich habe mich noch drüber lustig gemacht. Alter Schwede. Ich brauche Karte. Ja, da muss ich drehen. Und jetzt muss ich einfach mal weitergehen. Und da werden wir ja sehen, wo wir stehen. Okay, jetzt genug gereimt. Klappt das direkt auf dem ersten Anhieb? Ich bin überrascht, dass die Ratte mich nie trifft. Ich glaube, sie hat mir schon einmal sehr viel Ärger bereitet. Aber in diesem Fall komme ich immer ganz gut an ihr vorbei. Meine Flugskills haben sich verbessert, wie sie einfach hier hochgekrabbelt ist. Das ist die Killerratte schlechthin. Oh, es geht alles zu. Ich will wieder gescheit laufen können, bitte. Wir sind gleich durch mit dem Tempel, keine Sorge. Ich bin, wo bin ich? Auf dieser Ebene. Da ist auch eine. Da ist eine Truhe. Da unten. Ich springe einfach mal hin. Gut. Bin überrascht, aber na gut. Der Tempel kann einen immer noch verwirren. Das ist doch schön. Ich freue mich immer, wenn ich Sachen vergesse oder ich würde so gerne mein ganzes Stargate-Wissen vergessen und einfach alles nochmal gucken können. Das wäre so geil. Wie soll ich denn jetzt... Ach so. Ich dachte schon, das geht ja nicht raus. Ich muss jetzt das Lied der Schwingen spielen, bestimmt. Kann ja gar nicht anders sein. Aber das Spiel ist nicht unfair. Sowas bringt es nicht. Normalerweise nicht. Vielleicht, wenn man es übertreibt, mit magischer Energie ausgeben und dann fehlt sie einem halt... Ich wollte einfach nochmal sehen, wie er rot wird. Wie oft sieht man Link schon rot werden? Wenn schon nicht vor Verlegenheit, dann wenigstens vor Schmerzen. Jetzt, die Hasenmaske ist manchmal echt tödlich. Aber mit großer Macht kommt auch große Verantwortung einher. Um mal ein bisschen wieder den Moralischen raushängen zu lassen. Zack. Jo. Ach, der lebt immer noch. Mein Fanghaken ist so schwach.
nun denn? Jetzt sehe ich... Genau, das ist schon lange her, aber hier wollten wir auch nochmal hin. Ich gucke gerade nochmal weiter, was danach kommt noch. Bei dem Haupttraum noch... Ja, ich gehe erstmal weiter und werde dann den normalen Weg gehen. Ich glaube, ich könnte mich hier höchstens rüberklitschen, aber nicht normal auf normalen Weg rüberkommen. Da ist die Truhe, seht ihr? Die haben wir ja vorhin durch diesen Schalter erscheinen lassen. Und jetzt können wir den Block mit den Lichtpfeilen wegmachen. So schließt sich der Kreis. Hier ist nämlich... Ach so, hä? Die habe ich doch schon geöffnet. An der Decke ist noch eine, kann das sein? Ich brauche Pfeile, komm. Eigentlich keine Pfeile, aber gleich brauche ich die, deswegen will ich nicht dann nochmal ins Menü müssen. Kannst du übertreiben mit der Faulheit. So, ich bin direkt drauf. Entweder an der Decke oder unten drunter, aber ich warte kurz auf die Gegner. Ach komm, leckt mich. Ja, wenn ich nicht treffe, ist das sogar ganz toll. Jau! Ja gut, da unten ist er. Das war ja dann ganz praktisch. Danke. Ich komme voran. Wir haben es gleich. Lass mich in Ruhe. Ich bin dein Freund. Ah. Ich probiere es noch einmal, wenn es dann nicht klappt. Ich glaube, es klappt nicht. Er will erstmal sterben. Das soll er haben. Man sollte Todesmutigen nie einen Wunsch verwehren. Ich will kurz gucken, wie viel fehlen wir noch? Fehlen? Drei. Wieso drei? Wieso? Drei? Was ist denn die rechte da? Moment, ich hole erstmal die normale, die links, die im, wie ich gerade schon gezeigt hatte. Dafür ging ich dann hier rein damals und jetzt auch. Jetzt kommt erstmal der Raum. Den Kompass habe ich ja. Das ist das Wichtigste. Jetzt muss ich leider das Tor wieder aufmachen. Das ist jetzt... Moment, lass mich nochmal auf die Karte gucken. Komme ich jetzt auch wirklich da rein? Ja, nach diesem Dingen. Nach diesem Komplex. Ah! Jetzt ist es wieder soweit. Ständig dieser Doppelfehler, dass der erste Ton irgendwie doppelt gespielt werden muss, sonst wird er ignoriert. Ich verstehe ihn nicht. Ich glaube, das war aber auch schon auf der Konsole so. Aber ich bin ziemlich, den hat sich bei dem Lied der Zeit im Winde, oder wie das heißt, wenn man einen halben Tag vorspulen kann. Bei dem ist es, glaube ich, hauptsächlich bei mir so gewesen. Weil man gleich die ersten beiden Töne im doppelten Ton spielen muss. Denselben Ton nochmal. Ja komm, bam. Was soll denn das? Ich habe nämlich keine Lust, dass ich gleich mit den Blöcken hier... dann gegen so eine Bombenratte laufe und der Block einfach mal in nichts aufgelöst wird. Ah, da kommt schon wieder eine. Wer muss denn hier drauf? Wer muss denn hier drauf? Ich hab keine Ahnung. So, jetzt heute 90 Minuten Folge ungefähr. Zum Glück ohne Flüstern. Ich glaube, dann wäre ich total am Ende. Ich hatte nicht gedacht, dass Flüstern wirklich anstrengend sein würde. Aber seitdem ich es gehört habe und nachgelesen habe, seitdem ist es auch anstrengend. Vorher war es irgendwie gar nicht so anstrengend. Ich muss mich einfach ein bisschen mehr chillig flüsternd ausdrücken und nicht wie ein dahergelaufener Let's Player. Versteht ihr? Versteht? Finger auf Augen, meine und eure. Gibt so eine geile Szene von Oliver Kahn. Wer die kennt, der weiß, was ich meine. Aber er hat das natürlich nicht erfunden. Ja, Rabatan. Ich weiß auch, wo ich die Blöcke nicht kannte. Da habe ich versucht, dann ganz schnell durchzuhüpfen. Diesmal war das Absicht. Ich drehe mich. Ne, ich drehe mich. Ich will mich drehen, zurücklehnen beim Spielen. Ah, jetzt geht's. Habt ihr es gesehen? Am Ende ging es noch kurz. Ich hatte kurz eine Möglichkeit, mich zu drehen. Nachdem das Lied gespielt war. Aber coole Sache, sowas ist mir nie aufgefallen. Selbst jetzt entdecke ich noch neue Sachen bei diesem Spiel, das ist so schön.
Durch die Tür musste ich. Ich will nicht in den Keller. Die Fee habe ich nämlich schon. Daran kann ich mich erinnern. Silence gibt da noch eine Fee. Es gibt da aber keine. Ich kam von links. Rechts gäbe es noch eine. Da muss ich erst nochmal gucken, ob ich die jetzt schon kriege oder ob ich da für nochmal drehen muss. Einmal drehen muss ich auf jeden Fall. Ne? Und ich will nicht zweimal drehen müssen. Der Tempel drehen, ihr versteht nicht, was da geht. Gib dir Tempelzeit, oh geil, ist da geht's Zeit. Oh, ich rede einfach, ich bin cool. Seht ihr auf seinem Bauch? Dass er dafür Zähne aufgemalt hat? Kurios. Wie komme ich jetzt am besten? Ich laufe einfach da. Wenn ich jetzt hier durchgehe, komme ich nach oben, glaube ich. Ja, natürlich. Ja, mache ich das einfach alles nochmal. Ich hoffe, das ist kein Weltuntergang. Ich weiß echt nicht mehr, welche. Das Dumme ist, dass der Kompass so spät kam. Sonst hätte ich das viel leichter haben können. Vielleicht hätte ich schon einige vorher einsammeln können. Eine mindestens. An eine erinnert ihr euch vielleicht, die ich vergessen habe. Zum Beispiel die beiden Rubinen mit dem Deku. In dem Dekoraum. Ich sehe eine Truhe. Wo ist die? Oft an der Decke oder nicht? Wenn eine Truhe mal keine Fee beinhalten würde, dann hätte ich ein dickes Problem. Okay, die ist auch an der Decke. Oder war das die eine? Glaube nicht. Moment. Die hat er schon gesehen vorhin, glaube ich doch. Wieso leuchten die jetzt eigentlich beide? Ich bin doch jetzt nicht in zwei Räumen gleichzeitig. In zwei Stockwerken. Ich bin verwirrt, ich bin so verwirrt. Die habe ich schon vorhin gesehen, das weiß ich. Ich gehe jetzt einfach... Da bin ich durchgelaufen. Okay, okay, okay. Ruhig Blut, Leute. Alles wird gut. Ich glaube, ich musste das nochmal betätigen. Ist das vielleicht möglich? Probier es mal aus. Schaden kann es nicht. Nicht, dass ich jetzt an der letzten Fee scheitere. Die eine habe ich ja hier. Ich muss nur einmal einen Tempel drehen, dann habe ich sie. Ne, der ändert sich gar nicht. Man kann es nicht mehr aufmachen. Ich muss nach unten, ne? Genau, eins runter. Ich weiß nicht, warum das beides gleichzeitig leuchtet. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Da habe ich doch schon vorhin diese Truhe geholt. Das ergibt alles keinen Sinn. Bringen wir erstmal alles hier um, was hier rumfleucht. Kann schon sein, dass hier irgendwo noch eine Truhe ist. Aber vielleicht auch nicht. Bin verwirrt. So verwirrt. Da ist noch ein Schalter, der drückbar ist. Vielleicht ist das die Rätselslösung. Was sehe ich denn hier jetzt? Jetzt gehe ich da zum Eingang zurück. Was mich gerade schockiert. Es könnte auch sein, dass es hier in der Luft irgendwo noch eine Truhe ist. Aber ich glaube, ich muss jetzt einfach erstmal die Sache drehen, damit ich einen besseren Überblick habe. Ich glaube, dann sehe ich schon leichter, was fehlt. Deswegen machen wir das im Schlitzzahn, müssen wir es nochmal machen. Aber wen kümmert's? Ja, das ist eine sehr langwierige Situation. Aber eine notwendige. Diesmal weiß ich dafür, dass ich sofort auf diesen Schalter muss. Das lernt man dann dazu. Und dann drücken wir diesen permanent. Mit diesem Liedchen. Ach ja, langsam werde ich müde. Wir haben schon 0 Uhr. Das ist ja so spät. Geisterstunde, genau richtig für diesen Tempel. Ich hätte jetzt erst anfangen sollen. Dann wäre ich jetzt
am Computer eingeschlafen. Ja, die fetten Jahre sind vorbei, wo man mal die Nacht durchgemacht hat. Wo man quasi um 2 Uhr nachts erst aufgewacht ist und dann den Tag gestartet hat. Das waren Zeiten. Also eine Fee kriege ich jetzt mindestens. So viel steht fest. Und mir fehlt schon wieder über die Hälfte magischer Energie. Das will mir ja gar nicht schmecken. Sag mir nicht, dass da diese Truhe, die dann auch irgendwo sein soll, unsichtbar oder durch die Wundererbse eine Fee enthält. Das kann nicht sein, weil es ja nicht im Tempel selbst drin ist. Denn der Tempel beginnt erst hier. Ja, ich kann direkt zum Boss, wenn ich will, nochmal. Ich werde ihn, glaube ich, eh sowieso noch einmal besiegen mit der genialen Maske, die es später noch gibt. Lass mich überlegen, wo ich hin muss. Eigentlich nach links, aber es geht da jetzt nicht hin. Ist alles spiegelverkehrt? Oder auch nicht? Muss ich alles nochmal rumlaufen? Nee, schon alles in Ordnung. Hier ging es ja dann durch eine Abkürzung durch. Und da ist eine Truhe. Oben irgendwo. Jedenfalls brauche ich eine Dekomaske. Wie viele Masken fehlen uns denn so noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus die letzte. Aber 7 normale. Und die letzte kriegt man dann quasi geschenkt, indem man alle anderen Masken abgibt. Das ist ja gar nicht so viel. Und dann nebenbei noch die Herzteile einsammeln und dann hätten wir das erledigt. In diese Richtung ich möchte. Ich bin ein bisschen verwirrt. Moment, ich muss erstmal den hier. Der macht mir gerade ein bisschen Angst. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Probleme kriege, die letzten Feen einzusammeln, die ich eigentlich schon so oft in meinem Leben eingesammelt habe. Kann doch nicht wahr sein. Seht ihr, wie stark das die Schmiergeklinge ist? Mindestens doppelt so stark wie der Enterhaken. Kann ja wohl nicht wahr sein. Muss hier sein. Da ist sie auch. Ich muss jetzt nur noch irgendwie hinkommen. Da ist sie. Dankeschön. Das war ein Akt. Allein für die hier schon. Ja komm. Noch komplizierter. Das ist doch ein Witz gerade. Ja, kann ich überhaupt reinschießen? Nein, es geht gar nicht. Das ist eine unsichtbare Barriere. Was ist das denn? Muss ich schon da drüben schießen, oder was? Wie soll ich denn jetzt da reinkommen, bitteschön? Jetzt sehe ich aber nichts mehr. Weiter oben. Wie kam ich denn da rein? Muss ich mit dem Deku da rein vielleicht? Das kann gut sein. Es muss doch so gehen. Danke. Ich wollte schon sagen. Hab auch schon gesagt. Dies ist Nummer 14. Ist das nicht wunderbar? Wunderherrlich. Jetzt quasi im selben Raum, aber auf die andere Seite. Das kann nicht sein, da komme ich doch her. Ich sehe gar nicht, wo genau ich bin. Ich muss nach links. Ich würde sagen, ich gehe erstmal ganz nach oben, wo es eigentlich auch weitergeht. Das hilft mir bestimmt weiter. Ich muss irgendwie die letzte Fee finden. Ich bin unsicher. Ich lache mich bestimmt kaputt, wenn ich sehe, welche das war. Ja, lass mich überlegen. Lass mich überlegen. Aber was bringt das Ganze überlegen, wenn man nicht weiterkommt? Hier bin ich. Ah, okay, ich komme in die richtige Richtung. Ich habe die leise Ahnung, welche es sein könnte, aber ich bin mir nicht sicher. Erstmal müssen wir hier durch wieder durch unseren Lieblingsräume, wo man so viel rummachen darf. Und gleich kommt eh der beste Raum. Zum Glück muss ich den nur noch einmal machen. Es sei denn, wir müssen den Tempel nochmal drehen, weil wir jetzt nicht an die Fee rankommen. Das kann auch sein. Ich befürchte fast, es ist so. Wir werden sehen. Ah, das haut uns ja nicht aus der Forschung.
ins Rote. Genauso rot fühlt sich gerade meine Nase an. So, das ist mein Lieblingsraum. Dauert doch überhaupt nicht. Oh, Moment, es steht immer noch richtig da, wa? Wie geil, wa? Ich hasse, wa? Aber ich sag's trotzdem. Einfach weiter. Wie geil, dass es noch da steht. Zum Glück habe ich nicht die Hymne der Zeit gespielt. Da! Ich weiß nicht warum. Ach so. Ach, das habe ich auch schon eingesackt. Da auch. Die. Also nichts mit Himmel im Auge der Wahrheit irgendwie in einem der Anfangsräume, wie ich erst dachte. Da habe ich schon alles. Es war tatsächlich. Habe ich die einfach nicht aufgemacht, wa? Ey, das regt sich aber selbst auf. Ich habe die einfach nicht aufgemacht. Ich habe die nur zum Hochnehmen. Hoch. Anscheinend. Das war aber dumm von mir. Denn eigentlich hätte es schon längst geschafft. Naja, ist ja nicht so schlimm. Wir können hier raus. Kann ich rauslaufen oder rauslaufen, genau. Das ist mir jetzt zu kompliziert. Zum Glück weiß ich um meine Fähigkeit der Warp-Möglichkeiten. Seht mal an, wie er was für kurze Hosen und kurze Ärmel er anhat. Und dann geht er da zu den Goronen im Winter. Das sind schon harter Brocken. Ich hatte die letzte Zeit nicht mehr Bock, joggen zu gehen bei der Kälte. Aber er rettet die Welt, einfach mal so. Jetzt bloß nicht vergessen, die Feen abzugeben. Das ist jetzt oberste Prämisse. Und dann unseren schönen Lohn in Empfang nehmen. Den haben wir uns redlich verdient. War eine schwere Angelegenheit. So schwer waren die Feen noch nirgendwo sonst. Da musste man echt nach dem Boss nochmal hingehen. Nochmal alles gründlich durchsuchen. Eigene Dummheiten bereinigen. Fehler korrigieren. Liegen gelassene Feen aufsammeln. Konnte ich nochmal alles schön angucken. Es war ein netter Tempel. Nur in Anführungszeichen zwei Stockwerke, aber dennoch der größte wohl von allen. Und ja, jetzt können wir die Feen abgeben. Und dann sind wir quasi durch. Das wollte ich ja noch zeigen. Wir geben erstmal die Feen. Moment. Die Feen sind da oben. Dann mache ich das erst. Jetzt kann man diese Abkürzung mal nehmen. Ja, das sind die Ruinen von Nikania. Da ist die Abkürzung hier rein. Total sinnlos, dass da das große Tor ist, damit man hier einfach durchtappen kann. Dieses Tor wird niemals aufgehen, egal was du tust, stand da. Einfach neben durch reingehen. Jetzt wollte ich mir nur noch ein paar Rubine einsacken. Ja komm, ich brauche keine Maske, ich schaff die auch so. Ich bin doch stark, ich bin doch Link. Die halten jetzt aber was aus. Ohne Licht. Ich vermisse das Licht ein bisschen. Wollt ihr nicht tanzen? Die wollen ihn wiederbeleben, ne? Ey, es regt. Warum sag ich doch und war? Das ist aber echt übertrieben. Ich muss auch einfach mal rundum Miet machen. Wirbelattacke. So, das reicht mir auch schon. Das haben wir jetzt einmal demonstriert. Ich glaube, wenn ich die 5000er da einfach mal hochlevel, in Anführungszeichen. Also das Geld hochlevel. Nennt man das so? Bestimmt nicht. Ich nenne es einfach mal so. Sinnentfremdung von Trend, Jugendtrendwörtern. Dann muss ich jetzt ja nicht zeigen, wie ich da immer wieder hingehe und bis zu 5000 hoch mich bereichere für das Herzteil auf der Bank. Wie ich das Herzteil bekomme, zeige ich natürlich. Aber bis dahin ist ja noch Zeit. Gibt ja noch viele Sachen vorher zu erledigen. Die Skulpturhäuser zum Beispiel beim nächsten Mal. Ist das witzig. Was ist das für eine Farbe? Gelb! Oh, mit vielen junger Freund. Ich bin die große Fee der Güte. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Zeichen meiner Dankbarkeit überreiche ich dir das Feenschwert.
Es hieß mal, die Schwiegelklinge wäre das stärkste Schwert. Das schwerste Pferd. Was? Du hast das Feenschwert erhalten. Um es einzusetzen, musst du die Zwo mit Zierwaffen, das sagt sie gar nicht. Die filigranen Umrisse schwarzer Rosen zieren die mächtige Klinge, welche die Kräfte der Feenwelt beherbergt. Besuche mich wieder, wenn die Schrapazen deiner Reise so schwer auf deinen Schultern lasten. Wer macht das eigentlich? Das macht doch keiner. Das gibt doch gar nicht die Notwendigkeit. Die Feen sind ja direkt immer bei der Eulenstatue versteckt. Höchstens für magische Energie, aber die sind auch normalerweise in Reichweite. So, Geld abgeben. So, ich sag auch gerne so. Noch eine schlechte Eigenschaft heute haben wir hier entdeckt. Heute bin ich voll des Lobes für mich. Unruhestadt. Ist das unruhig? Im Clock Tower. Ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt stimmt und ob ich es schon mal gemacht habe. Das habe ich mich schon mal gefragt. Mindestens einmal habe ich mich das schon mal gefragt. Aber habe ich schon beim Postboten? Das habe ich doch da im Notizbuch der Bomber drin. Da müsste es drin stehen. Ich glaube, es ist eh zu spät. Ich komme immer zu spät. Übrigens ist hier das Schwert. Das kann man ja mal ausrüsten. Ja. Notizbuch der Bomber. Gucken wir so selten rein. Das ist eigentlich eine total coole Sache. Für 25 Leute, glaube ich. Geile Bruderschaft der Bomber. 24 Stunden am Tag hilfreich. Das kann man auch machen. Das ist für Kaffeis Quest. Da kann man noch zwei Geschichten. Ne, nee, Moment. Das war die andere. Da habe ich schon alles erledigt. Sieht man rechts an diesem Wappen, an diesem, an dieser Urkunde, an diesem Orden, dass da schon alles erledigt ist. Das sind noch Leute, die ich überhaupt nicht eingetragen habe. Okay, interessant. Nachwuchspreis. Ja, das habe ich schon gemacht. Gut. Das wollte ich nämlich eigentlich gerade machen. Muss ich aber nicht. Und dann gibt es auch eine Möglichkeit für Kaffers Quest. Auch nicht vorwegnehmen. Das habe ich erledigt. Pass. Einige habe ich auch gar nicht eingetragen. Einige Leute. Das habe ich alles erledigt. Ja, ein paar Sachen habe ich schon erledigt. Was mir noch fehlt, ist eben das, was, wo ich die Leute gar nicht erst kenne. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Leute fehlen mir noch. Ergibt wohl so ungefähr 8 Herzteile. Plus die, die dabei noch mit zusammenhängen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal die Kohle ab. Oh, wie nein, sein. Wie viel haben wir denn dann so? Okay, 1517. Wunderbar, nun. Muss ich nicht so viel aussehen, wenn es direkt eine runde Zahl ist. Was? Du wirst wirklich so viel hinterlegen? Du scheinst ein reicher kleiner Kerl zu sein. So, kleiner Mann. Dein Kontostand beträgt ja seit 100.517 Rubine. Der sagt doch kleiner Mann, wenn ich als Zorro hingehe, glaube ich. Obwohl ich ja viel größer als er bin. Komm zurück, wenn du ein paar Reichtümer angesammelt hast. Schön. Guck mal mein schönes Schwert an. Ist das nicht lang? Hihi. Man muss halt mit C kämpfen, das ist ja ungewohnt. Und ja, man kann nicht aufladen, man kann nur direkt die Wirbelattacke machen. Aber das mache ich ja sowieso gerne. Aber mit C kämpfen ist schon ein bisschen ungewohnt, auf jeden Fall. Und ich, vom Aussehen her, ja, es hat was. Aber die Schmiergeklinge finde ich dann doch ein bisschen stylischer. Aber das ist nochmal eine Ecke stärker hier. Mal sehen, ob ich das noch irgendwie gescheit gebrauchen kann. Jetzt jedenfalls. Yay, wieder der Fehler. Beenden wir diese Sache. Danke fürs Zusehen. Vielen Dank. Danke, danke. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Oder ihr hört mich. Ich lese euch unter Umständen.